So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Harveys neue Augen. Ich bin eure PS Frankenstein und freue mich, dass ihr hier seid. Lilly wollte gerade wählen, als ihr auffiel, dass sie gar nicht wusste, wen sie anrufen wollte. Sie hatte doch weder Freunde noch Verwandte. Sie war ganz allein und niemand mochte sie. Das Dummerchen. Boah. So, Pizza-Service. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Willkommen bei Smirmis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Ansteinsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Ja, genau so bitte. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung, bitte. Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Ja, danke. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Ja, Poki, was ist der Sturz besoffen? Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine Spitzengegenstände benutzen. Boah. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Tja. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine Spitzengegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Ich will euch was ganz anderes machen. Muss ich jetzt so rummachen? Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine Spitzengegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Okay, funktioniert auch nicht. Na gut. Schau mal, Herr Mantel. Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein. Egal, wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Ja. Jetzt gib ihn schon her! Was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Jetzt sind wir hier wieder. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Raus kommen wir auch nicht. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Oder wollte er es nicht? Gut, muss ich wieder runtergehen. Hm.
Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Ich muss Löcher reinkriegen. Komm, ich komm hier raus. Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Seltsam. Nicht... Ah. Sehr schön. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Lass das. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Lass das. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Ja. Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Ja, ist dann wohl so. Hatten aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch noch machen will. Lass das! Okay. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Genau, das machen wir. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Lass das. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Lass das. Jetzt sticht er sich nämlich selber. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Oh, danke. Das war knapp. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Ja. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Sehr, sehr schön. Achso, ich muss noch was machen. Ja, gut. Dann tue ich mir was. Ich schreibe nur ganz kurz meinen geplanten Titel auf von der Folge. So. Und ciao. Ja, ist ja gut. So. Hasta la vista. Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Okay, ich ändere den Titel doch nochmal. Ah, okay, so. Jetzt habe ich ja schön neue Ideen. Also ich, für jeden, der nicht weiß, wo wir hier sind. Die Tür war fest verschlossen. Wir sind hier in dem einen Gang, wo Poki uns schon vorgespoilert hatte. Wir haben was vergessen. So, funktioniert das jetzt? Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Stimmt. Stimmt. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Sehr schön. Ich habe damit auch etwas anderes vor. Kreditlochkarte. Ich muss mit dem Bienenmann reden. Hallo Fremde, bevor du etwas sagst, hol doch einmal tief Luft. Sei gegrüßt. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder Nein. ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Das kann natürlich alles sein. Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Nein, meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Hm.
Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert mich zu sehr an mein Leben hier in der Anstalt. Es fällt mir auch so schon schwer genug, das alles hier loszulassen. Okay. Warum ist der Raum abgeschlossen? Die Tür war fest verschlossen. Trommelbecher! Morty. König Adrian, Petra und Peter, wir alle sind wieder vereint. Ein Hoch auf uns, sage ich dazu nur. Wie nett. König Adrian, geben Sie mir die Erlaubnis, mit Ihnen zu sprechen. Beine treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt, Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Roggebecher! Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja, wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Droggelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Mortigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Bragelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Gelb. Grün. Müssen wir nochmal anhören, leider. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ja. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Roggelbecher! Oh, kein Brokkoli? Roggelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. So, nochmal ganz kurz. Ich habe bei Peter momentan Rot-Grün-Schwäche, mag Bananen und Blaubeeren. Bei Petra habe ich momentan Brokkoli, aber keine Tomaten. Beim Adrian keine Blaubeeren, aber Tomaten. So.
Lilly wollte mich noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Roggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Okay. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Der Ding Poki hat uns ja schon gespoilert, dass wir ins PC müssen, um die Sachen einzufärben. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe da schon so einen groben Plan. Bis dahin. Ciao.